Hey meine Lieben, wenn ihr sehen wollt, wie ich meinen Alltagslook schminke, was da alles dazu gehört und wie der bei mir so aussieht, wenn ich mich ganz normal für die Arbeit fertig mache, dann bleibt auf jeden Fall dran. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, guten Morgen. Für euch guten Abend, aber bei mir ist es gerade morgens. Und zwar ist es genau 7.58 Uhr und ich drehe ein Video für euch. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich drehe heute mal für euch mein Alltags-Make-up im Sommer. Also wie ich mich im Sommer quasi für die Arbeit ready mache. Genau, deswegen drehe ich das Video jetzt, weil ich auch gleich eh noch auf Arbeit muss. Und weil ich an meinem letzten freien Tag eventuell kurz verpasst habe, dieses Video zu drehen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Erstmal schön die Haare aus dem Gesicht machen hier. Was ich als allererstes mache, ich trage natürlich meine Hautpflege auf, meine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50+. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn sogar nicht das Wichtigste, denn für ein schönes Make-up muss man die Haut auch ordentlich vorbereiten. Und zwar mit Feuchtigkeit versorgen. Sonnenschutzfaktor muss immer sein, weil das ist der Alterungsfaktor hoch 1000. Deswegen Gesicht, Hals und Dekolleté immer schön mit Sonnenschutzfaktor eincremen. Das erste, was ich mache, ich gucke immer, wie warm es wird. Denn bei mir staffelt sich das so ein bisschen. Bei mir ist es bis 15 Grad, mache ich noch einen richtigen Primer drauf. Und zwar sind das bei mir meistens entweder, also ich habe zurzeit halt eigentlich fast alles nur von NYX. Ich werde mir demnächst mal ein bisschen neuere Sachen zulegen, auch von anderen Marken. Nehme ich zurzeit den NYX Bare With Me Primer oder den Honey Dew Me Up Primer von NYX. Bis 15 Grad trage ich dann auch noch eine richtige Foundation auf. Und zwar ist es bei mir zurzeit die Kanzler Bronzed-Up Foundation oder die Bond Glow Foundation. Je nachdem, ob ich ein mattes Finish haben möchte oder ein glowiges Finish. Von 15 bis 25 Grad trage ich dann als Primer quasi nur noch zum Auffrischen das Bare With Me Spray von NYX auf und dann den Tintenprime von Manhattan. Den mixe ich dann meistens noch mit einem Foundation Mixer von NYX, weil der mir so ein bisschen zu dunkel ist. Und ja, über 25 Grad kommt dann nur noch Concealer auf mein Gesicht. Hat einfach auch was mit Haltbarkeit und Schwitzen zu tun, weil je wärmer es wird, ich sehe nicht einen ab 20 Grad, dass ich dann auch noch eine Full Coverage Foundation auftrage. Das ist wie warm wird es denn heute? Okay, heute werden es 10 bis 26 Grad, also eigentlich schon über 25, aber 10 bis 26 ist eine weite Spanne, deswegen nehme ich mir das, was ich machen würde, wenn ich bis 25 Grad gehe. Und da sprühe ich mir zuerst das Bare With Me Spray von NYX in mein Face. Oh ja. Nehme ich mir dann auch immer mit auf Arbeit. Einfach mal zum Refreshen. So, jetzt mixe ich den Hashtag Insta Tinted Prime von Manhattan in Medium und den Pro Foundation Mixer von NYX in Weiß und gebe das quasi einmal als Grundierung auf mein Gesicht. Dann feuchte ich meinen Beauty Blender ein bisschen an von Real Techniques. Nehme noch so den Rest von meiner Hand auf und tupfe das erstmal ein. Ich finde es wunderbar, wie Helga und Elfriede mir einfach die ganze Zeit so zugucken von der Couch aus. Das ist total faszinierend für die, was ich hier mache. Als nächstes nehme ich den Kanzler Bronzed-Up Concealer von NYX in der Farbe 07 Natural. Er ist ein bisschen dunkler, damit ich einigermaßen gut meine Augenschatten hier abdecken kann. Und dann nehme ich den Kanzler Bronzed-Up Concealer in der Farbe 01 Pale, um nochmal schön Highlights in der T-Zone zu setzen. Und dann nehme ich noch den Eye Lift Corrector von Makeup Factory als Lidschattenbase. Um meinen Concealer zu setzen, nehme ich das Banana Light Puder von Revolution und so einen kleineren, fluffigen Pinsel, um das so ein bisschen einzuklopfen. Dann nehme ich mir das HD Finishing Powder von NYX und den größeren, flauschigen Pinsel und gehe nochmal über den Rest meines Gesichts, damit das auch gesetzt wird. Ich bin ja normalerweise eher so eine Konturperson, aber zurzeit im Sommer konturiere ich mein Gesicht eigentlich ein bisschen lieber mit Bronzer. Ich weiß, das ist dann meistens ein bisschen zu warmstichig, aber für den Alltag vor der Arbeit, es geht schneller als Kontur und sieht auf jeden Fall natürlicher aus. Und deswegen nehme ich den Make-Up Factory
Touch of Tan Bronzer. Klopft das gut ab und dann konturiere ich mein Gesicht so ein bisschen verblendet. Und für die Nase zum Konturieren nehme ich das Make It Last Forever Mattifying Compact Powder von Miss Lynn in der Farbe 06 Cinnamon Crush. Das ist eigentlich ein ganz normales Puder, aber ja, wurde mir mal zugeschickt und ist mir halt ein bisschen zu dunkel. Aber ist eigentlich auch relativ kühl und deswegen macht sich das ganz gut auch zum Konturieren. Als Blush nehme ich meistens was eher Zärteres und dann nehme ich von Make Up Factory den All Over Beautifying Blush und gebe das auf meine, auf die Äpfel meiner Wangen. Apples of my cheeks. Ich bin auch so ein totaler Morgenmensch. Ich liebe den Morgen, wenn alles so erwacht und Sonnenaufgang und der Tag noch so frisch ist und man hat noch so Energie, frisch ausgestorben, keine Sorgen. Man startet einfach so in den Tag und mag ich total gerne, auch wenn früh dann so die Vögel zwitschern. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr eher so auch so der Morgenmensch, der den Morgen total genießt und sich da richtig viel Zeit nimmt? Oder mögt ihr eher den Abend? Ich bin auf jeden Fall Morgenmensch. Genau, jetzt würde ich meine Augenbrauen machen. Ich stehe zurzeit auch mehr so auf natürliche Augenbrauen. Ich habe ja sonst immer vorgezeichnet hier mit Stift und dann schön mit Fett mit Pomade ausgefüllt und verblendet und gesettet. Mag ich zurzeit im Sommer eher nicht so. Deswegen benutze ich eigentlich nur den Micro Pro Pencil von NYX in der Farbe Ash Brown. Können wir die einmal durch. Und ziehe die einmal nach, beziehungsweise ich ziehe schon die Außenlinien. Ich mag das, wenn das schön scharf ist. Und dann fülle ich das einfach so ein bisschen die Härchen innen drin auf. Dann fixiere ich meine Augenbrauen, damit sie auch bleiben, wo sie sind. Und zwar mit dem Eyebrow Fixing Gel von Make Up Factory. Und meistens gefällt mir dann auch die Unterlinie von meinen Augenbrauen nicht. Because I'm a fucking perfectionist. Und dann nehme ich nochmal den hellen Can't Stop Won't Stop Concealer von NYX. Und gehe mit so einem sehr geraden, flachen Pinsel nochmal unten drunter ran und perfektioniere es ein bisschen. So, das wirkt auch gleich nochmal wie so ein Browlift. Und dann Highlighter. Also ich habe viele Highlighter und ich nehme auch immer mal was Unterschiedliches. Wenn mir danach ist, auch mal so Liquid Highlighter und tupfe die dann ein. Was ich auch liebe bis zum geht nicht mehr, sind diese Jelly Highlighter von NYX. Was ich gefühlt jeden Tag zurzeit benutze, sind diese beiden Glow For It Strobing Powder Highlighter von Miss Lynn. Und da gibt es hier einmal so ein rosanes. Und das ist eher so Orange-Korall. Und ihr seht schon, also, ne? Das Orange-Korall, ne, ist so ein bisschen mein Favorite zurzeit. Das nehme ich eigentlich jeden Tag, gefühlt. Aber ja, das ist gerade mein Glow-For-It-Go-For-It-Highlighter. Der ist halt einfach mega cool. Der ist nicht so glitzerig und pudrig, dass er überall hin glitzert. Irgendwie schon, aber er ist halt auch irgendwie eher so shiny und pearlig. Und man kann den halt super schön aufbauen. Wenn man da ein paar Mal drüber geht, dann reflektiert er halt bis zum Mond. Es ist einfach super geil. Meine Nasenspitze. Denn ich möchte gerne eine Stupsnase. Und von der Mitte der Nase bis hoch meinen Nasenrücken. Somit entsteht so ein bisschen die Illusion, dass ich eine Stupsnase hätte, weil hier halt kein Highlighter ist, sondern ich da ja extra noch Konturpuder hingemacht habe. Und so tritt das optisch ein bisschen zurück. Und dann natürlich noch unter der Augenbraue. Gibt es etwas Schöneres als Augenbrauen-Highlight? Ich glaube nicht, Tim. So, und nachdem dieses ganze Puder auf meinem Gesicht ist, refreshe ich nochmal mit dem Bear With Me Spray, damit sich alles nochmal so ein bisschen gegt. Jetzt wird es weitergehen mit Lidschatten. Das Ding ist, Lidschatten mache ich halt fast nie. Weil ich halt immer viel zu spät anfange, mich zu schminken und dann zu wenig Zeit habe. Also das hier mache ich wirklich immer. Das ist immer da. So, aber meistens reicht die Zeit da nicht. Und dann mache ich halt einfach nur noch Wimperntusche, ein Lipbalm drauf und dann war's das. Aber wenn ich wirklich rechtzeitig mal anfange, mich zu schminken und nicht so rumtrödle, dann kommt das, was ich euch jetzt zeige. Ich habe ja allerlei Paletten, da lege ich mich jetzt alltagsmäßig auf keine fest. Ich nehme jetzt einfach mal die Prism Palette von Anastasia Beverly Hills. Und da würde ich mit einem kühlen Nudeton einmal einfach in meine Lidfalte gehen, um da so ein bisschen Tiefe zu schaffen. Dann nehme ich jetzt Lyre. Ja, und ich halte das auch wirklich sehr einfach beim Augen-Make-up, weil ich muss auf Arbeit, es muss schnell gehen. Na, es gibt auch Tage, wo ich ein bisschen mehr mache als Augen-Make-up. Da habe ich dann abends meistens noch irgendwas vor oder
keine Ahnung, mir ist einfach danach. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal unter meinem unteren Wimpernkranz. Und verbinde das hier hinten so ein bisschen damit. Dann gehe ich so in einen hautneutraleren Ton drin rein. Da gehe ich jetzt in Unity und gebe es einfach mal so komplett über mein bewegliches Lid. Und dann mache ich gerne noch so einen Pop of Color. Ihr kennt mich. Da gehe ich in Sphere. Das ist jetzt was ich gerne mache, aber eigentlich habe ich da jetzt keinen festen Stand. Also ich mache bei Lidschatten eigentlich immer darauf, worauf ich Bock habe. Manchmal mache ich auch irgendwie kunstvoll was mit bunten Eyeliner oder so, wenn ich Zeit habe, aber es muss halt schnell gehen. Also halt irgendwas Dezentes, was aber trotzdem cool und auffällig ist, wie sowas zum Beispiel. Und dann nehme ich nochmal meinen kleinen Highlighter-Pinsel und gehe in Lucid und nehme das als Inner Corner Highlight. Dann mache ich mir gerne noch einen schwarzen Eyeliner. Dann nehme ich entweder den Blick Off Eyeliner von Miss Lynn oder ein bisschen öfter den Liquid Eye Designer von Makeup Factory. Auch fast alle. Ich muss mal was Neues dran hier. Oh nee, halt, mache ich was anderes. Und zwar, dann mache ich zuerst Kajalstift Action hier. Und zwar habe ich von NYX ja so die V-Blacks und die V-Whites und da gibt es so verschiedene Farben für. Und je nachdem, was für eine Farbe ich auf dem Augenlid verwende, nehme ich in der Farbfamilie auch die Eyeliner. Und zwar nehme ich beim V-Black 06 Burnt Sienna, das ist so ein Braun, und gebe mir das quasi auf die obere Wasserlinie, um meinen Wimpernkranz zu verdichten, um meinen Blick noch intensiver zu machen. Und auf meiner unteren Wasserlinie nehme ich dann einen Four Whites, um mein Auge ein bisschen größer wirken zu lassen, in der Farbe 01 Vanilla. So, und jetzt kommt der Eyeliner. Und als Mascara nehme ich zurzeit gerne die On The Rise Mascara von NYX. Eigentlich könnte ich mir dieses von NYX sparen, weil alles, was ich derzeit habe, ist irgendwie von NYX. Die Face Awards, da braucht man sich erstmal lange kein Make-up kaufen. Und dann, meine lieben Kinder, benutze ich von Maybelline Baby Lips einfach nur, um irgendwas auf den Lippen zu haben. Ein bisschen Farbe noch und ein bisschen Pflege. Mehr benutze ich jetzt eigentlich gerade im Sommer nicht. Möge auch daran liegen, dass es eigentlich nichts bringt, einen Lippenstift aufzutragen, weil man ihn unter der Maske sowieso nicht sieht. Danke Corona! Aber wenn ich keine Maske auf Arbeit tragen muss, vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal wieder, dann benutze ich auch gerne die Soft Matte Lip Creams, die sind so ein bisschen dezenter. Und wenn ich so eine richtig scharfe Lippe will und wo es auch lange hält, worauf ich echt schwöre, sind die Liquid Sweet Matte Lipsticks. Mein absoluter Favorite. Liebe ich. Vor allem diese Farbe Tea and Cookies ist einfach meine perfekte Alltagsfarbe und passt eigentlich so gut zu jedem Look. Zum Abschluss, damit alles schön hält, nehme ich noch von Revolution Pro das Hydra Matte Fixing Spray. Was nicht so geil sprüht, weil das sehr nass ist und sehr große Tropfen sprüht. Deswegen ja, muss man danach direkt mit einem Fächer am besten trocknen, weil sonst hat man überall so nasse Flecken im Gesicht, die dann auf der Foundation eintrocknen. Das ist nicht so geil. Mm. In 99% der Fälle gehe ich dann auch so auf Arbeit mit einer für mich ziemlich flawless Skin. Ja, vor allem der Highlighter. Love it. Augenbrauen müssen sein. Und jetzt kommt noch ein was ich so unglaublich selten mache. Ich habe halt auch nicht jeden Tag Bock da drauf, weil es halt manchmal schon ein bisschen stört, wenn es nicht richtig gesetzt ist. In 99% der Fälle reicht einfach die Zeit dafür nicht aus. Und heute reicht die Zeit auch aus. Und deswegen machen wir das heute auch fürs Video. Weil ihr es seid. Und zwar meine ich Lashes. Da ich heute ja ausnahmsweise mal Wimpern drauf mache, nehme ich nur ein paar natürliche, leichte Wimpern. Und zwar nehme ich die hier. Das sind die Wicked Lashes von NYX im Style 05 Corrupt. So, Wimpern sind drauf. Schön relativ dezent. Also gut für den Alltag. Ja, bei mir ist es immer so, ich muss meine Wimpern hinten immer richtig stark einkürzen, weil ich es hasse, wenn die Wimpern hier im Innenwinkel kleben. Weil egal welches Wetter wir haben, meine Augen fangen, sobald ich rausgehe, sofort an zu drehen. Mein Eyeliner und mein Lidschatten verschwimmt. Ich habe hier übelste Flecken und die Wimpern gehen vorne ab. Und oh mein Gott, das ist das allerschlimmste Gefühl auf der ganzen Welt. Deswegen mache ich auch so selten Wimpern drauf, weil es so ewig lange dauert, weil ich das absolut nicht kann. Und ja, dann wäre es das auch schon gewesen. Ja, natürlich noch Parfüm. Da nehme ich heute Nomade von Chloe. Muss sein. So, das ist mein Everyday Alltags Work Make-up
wenn ich nicht zu spät anfange und Zeit dafür habe. Wenn euch der Look gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und kommentiert gerne mal in die Kommentare, was ihr einfach so für den Alltag auftragt bzw. für die Arbeit und was ihr da so als Alltags-Make-up macht. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so eine aktualisierte Morgenroutine sehen wollt von allem, was ich vor der Arbeit so mache. Hatte ich auch schon im Kopf, ob ich das mal wieder mache. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann nicht vergessen, auf Abonnieren zu drücken und Glocke zu aktivieren. Ich sehe, viele von euch, die meine Videos gucken, sind nicht meine Abonnenten. Und das muss ich ändern. Hier findet ihr mein letztes Video und hier findet ihr mein vorletztes Video und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann freue ich mich ganz, ganz sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!